Was ist das hier schon wieder, ey? Oh. Hey, ist da eine Flasche dabei gewesen? Alkohol! Die haben ja Alkohol vorbeigebracht! Das sind voll die guten Nachbarn! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu The Forest Solo. Ich bin gerade dabei, ein paar Leguane zu häuten, denn ich möchte mir daraus wieder so einen schönen Panzeranzug hier machen. Der zieht sich dann immer die Haut so über und dann habe ich ein bisschen einen Schutz vor den Angriffen von den Wilden hier, die hier rumrennen, nackt durch den Wald, ja, meine lieben Freunde. Und ich habe hier auch schon wieder ganz merkwürdige Schreie und Geräusche gehört beim Rumlaufen. Das ist nicht so ganz safe hier, wie es aussieht. Na, was haben wir hier für ein Loch? Oh, was zum Teufel? Oh mein Gott! Da, ha, 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 ha. Oh, 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 seht ihn euch an, wie er da danzt. Der hat Spaß da, glaube ich, gerade. Ich glaube, der ist gerade so richtig am Swingen. Ich glaube, ich gehe woanders hin. Ich lasse den mal in Ruhe. Wo bin ich hier eigentlich gerade? Hier sind so viele Köpfe und alles. Ich glaube, hier will ich gar nicht sein. Ha! Genau, das Heck nennt man es auch. Aber war ich nicht im Heck drin? Bin ich da nicht rausgekommen? Ist das nicht meine Absturzstelle hier eigentlich? Ja, das ist die Stewardess. Hier bin ich rausgekommen. Wie, da war direkt so ein Mutti-Tant direkt gegenüber? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja jetzt beängstigend ein bisschen. Da habe ich ja richtig Schwein gehabt, dass ich nicht direkt in den reingerannt bin. Oder der ist da gespawnt. Ich hau jetzt hier trotzdem erstmal alle Dinger auf, weil hier sind vielleicht noch Softdrinks drin und so. Ja, toll, weißt du, jetzt muss es anfangen zu regnen. Hör doch auf. Ah. Was habe ich... Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich dachte, ich kann da was aufmachen. Ich dachte, ich kann da was auch. Jetzt habe ich irgendwas gegessen, was im Flugzeug nochmal. Schön mit Kerosin getränktes irgendwas. Na, lecker nicht. Kann man nicht hier auch irgendwie diesen Imbisscontainer da aufmachen oder sowas? Offensichtlich nicht. Da ist doch noch was drin, man hört es doch klappern. Ja. Scheiße. Ich muss in die andere Richtung. Das ist alles schon offen hier. War hier nicht? Ah, hier. Die dunklen Koffer, die sieht man immer so schlecht auf dem Boden. Ja, ein Schneck. Die Schnecks muss ich, die muss ich sammeln jetzt. Da muss ich jetzt schauen, dass ich mir so einen kleinen Vorrat zusammensammle von den Snacks. Weil dann können wir nämlich mal wirklich in eine Höhle gehen auch. Vielleicht auch dann insbesondere, wenn ich es geschafft habe, mehr Waffen zu bekommen noch. Die vielleicht auch noch ein bisschen mehr Aua machen. Das wäre vielleicht noch ganz nice. Ich hätte ja gerne so ein Haarspray, wo ich einfach nur mein Feuerzeug ranhalte. Das wäre eigentlich eine schöne Waffe. Hey, Aloe Vera. Aloe Vera. Aloe Vera. So, jetzt hoffe ich, dass ich jetzt nicht in den Schwinger reinlaufe. Ich bin natürlich wieder direkt im Schwingerclub reingelaufen. Das hätte ja nun nicht sein müssen eigentlich. Da hätte ich mich gerne von fern gehalten, aber manchmal rutscht man da einfach so rein. Lieber Abstand halten ist besser. So, und jetzt darf ich vor allem nicht so hungrig sein. Jetzt darf ich vor allem nicht so hungrig sein, dass ich meine Snacks jetzt direkt wieder essen muss, weil ich irgendwie kämpfen muss oder so. Das wäre jetzt maximal kontraproduktiv. Ich sehe da Leute durch den Wald huschen, auch das gefällt mir nicht. Oh, ich guck mal, ich finde das aber cool, wie sich hier so das Wasser sammelt. Und so entlang rinnt. In einer Rinne. Ich glaube, ich bleibe mal hier auf diesem Pfad. Ist ganz schön Pfad hier.
Jetzt, wenn sie nicht in ihrem Dorf sind, wäre es natürlich die beste Möglichkeit, ihr Dorf zu plündern eigentlich, ne? Wenn sie in der Pampa rumrennen, um mich zu suchen. Guck mal, Enten auf dem See. Ich kriege jetzt hier durch einen Matsch. Kann man die Enten eigentlich auch töten und essen? Oder Schwäne oder was das auch immer ist. Da müsste ich mal mit Pfeil und Bogen mal ran, wa? Ah ja, stimmt. Ich brauche ja auch... Was sind das? Nichts. Ich brauche ja auch wieder neue Stöcke. Ich habe ja alle Stöcke weggeworfen. Ich guck mal jetzt in den ihr Lager rein. Ich check mal die Lager. Das ist auch genau das richtige Wetter, um das zu machen. Ah, die haben Aloe Vera hier in ihrem Camp. Ganz viel sogar, nicht schlecht, gut zu wissen. Was zum Teufel? Ach ja, die hängen ja hier immer die Fetzen zum Trocknen auf, stimmt. Tabletten, jawohl. Ich kann mich wieder heilen, sauber. Snacks. Tabletten müssen wir aber auch aufbewahren. Da ist es besser, wenn wir die dann in den Höhlen benutzen, wenn wir uns schnell aufheilen müssen oder so. Würde ich sagen. Für so schnelle Höhlentouren, glaube ich. Was ist denn hier passiert? Grillparty. Und ich war nicht eingeladen. Schweinerei. Die lassen mich nicht mitmachen. Die kommen immer nur bei mir vorbei und wollen Party machen. Ich muss immer alles vorbereiten für die. Weißt du? Und wenn ich mal vorbeikomme, da ist keiner da. Jetzt schmeißt der die Dinger weg. Fetzen. Nichts ist hier vorbereitet. Ich komme vorbei und nichts ist hier vorbereitet. Ich glaube, das kann man wegsprengen. Du hast Hunger, ja, danke schön. Ich sollte mal zurückgehen jetzt wirklich. Was zum Teufel? Habt ihr das gesehen? Der Vogel hat einfach mal hier den Koffer mitgenommen. Die nehmen wir jetzt noch mit hier, die Sachen. Sehr nice. Der Vogel hat einfach mal wie so ein Geier, weißt du, so ein kleiner Singvogel kommt so wie so ein Geier vorbei und schnappt sich so einen Rollkoffer einfach. Wer kennt das nicht? Muss man am Flughafen auch immer aufpassen, wenn die Vögel wieder tief fliegen, dass sie einem den Rollkoffer nicht klauen. Das ist eine ganz gefährliche Nummer, ey. Aber jetzt mittlerweile kann man ja eh nicht mehr fliegen, von daher... Pff. Ich gehe mal langsam, dann verbrauche ich nicht so viel Stamina, wenn ich verhungere. In der Hoffnung, dass ich auch so vielleicht etwas schlechter gesehen werde und dann eben nicht kämpfen muss. Das wäre noch ganz praktisch. Also ich finde, wir sollten auch eigentlich versuchen, bevor wir in die Höhle reingehen, eine maximale Lebensleiste zu haben und auf jeden Fall auch eine maximale Panzer... Oh. Panzer O. Ja, ich muss erst was essen. Ich kann auch nicht kämpfen. Es tut mir leid. Müsst ihr euch kurz mit euch selber beschäftigen. Haut euch einfach gegenseitig. Schlagt euch gegenseitig die Köpfe ein. Das ist immer eine gute Idee eigentlich. Hier, ich muss erstmal mein Lego an verspachteln. Jawohl. So, jetzt hau ich mir mal noch schnell hier so eine Aloe Vera in den Topf. Würde ich sagen. Ich habe ein schwarzes Shirt an, kann das sein? Hier, Aloe Vera. Nein, nicht das. Warte, ich will... Was kann ich... Ah, mit R kann ich durchwechseln. Wie viel habe ich Aloe Vera? 9. Dann lege ich mal 4 rein, würde ich sagen. Dann sollte das eigentlich passen. Dann müsste ich mich eigentlich voll heilen können damit. Wenn ich so überlege, wie viel 2 Dinger aufgeheilt haben. Ich glaube, jede Aloe Vera füllt so grob einen so einen Teil von dem Lebensbalken so grob auf, hoffe ich jetzt mal. Jetzt holt er sich wieder einen Vogel. Ja, nun töte halt den Vogel und hol dir die Federn, verdammt. Oh, guck mal, da unten, Nackte. Links unten, nicht hingucken. Alle gucken weg. Wir drehen uns alle woanders hin, außer ich. Nicht den Topf verlieren.
Nicht den Topf verlieren, ganz wichtig hier. Niemals den Topf verlieren, oh Gott. Ich bin auf jeden Fall jetzt voll geheilt, das ist schon mal gut. Und es regnet gerade. Und ich kann hier nochmal trinken, das ist auch gut. Und ich habe Snacks. Und ich werde sie benutzen. Ah, ich kann auch noch den Leguan an die Stange ranheften. Nice. Ah, oh, guckt euch das an, liebe Freunde. Das Bankett ist eröffnet. Das hält ungefähr für eine Stunde, dann habe ich wieder Hunger. Nicht schlecht. Kannst ja Vogelhäuser bauen. Ich habe ein Vogelhaus gebaut. Ja. Nur irgendwie nützt das nichts. Keine Ahnung. Da komme ich irgendwie nicht ran. Das ist irgendwie zu hoch. Da muss ich noch eins bauen. Das können wir auch gleich mal machen. Ich glaube, da hinten liegt noch Holz. Wehe, hier kommt jetzt irgendeine Saftnase und will mir hier Stress machen. War das? Irgendein merkwürdiges Gehräusch. Haben die hier schon wieder irgendwelche Sachen aufgestellt? Mann, die haben hier schon wieder die Touristen mit Stoff und Uhren ausgestattet. Immer wieder kommen die vorbei und statten die Touristen mit Stoff und Uhren aus. So, jetzt. Ich muss erstmal nochmal gucken, wo war. Ah, lasst uns mal so ein SOS hier legen. Schön mitten im Wald rein, wo es keiner sehen kann. Können die mein SOS dann eigentlich kaputt machen? Ja, toll. Natürlich habe ich jetzt nicht genug Steine. Wird das dann auch gesehen, das SOS? Das ist so die entscheidende Frage. Oder ist es einfach nur, weil ich mich damit beschäftigen kann? Ich würde sagen, wir finden es mal raus. ...34 Steine brauche ich für mein SOS. Ja, dann sammeln wir mal. Ich bin ja sowieso schon so in Sammellaune. Aua, ich habe schon wieder den Stock ins Gesicht gekriegt. Er haut sich einfach jedes Mal selbst, wenn er was aufhebt und das Inventar ist voll. Pock. Und schön noch den Stein auf den Fuß hauen, so, damit er noch schön den Fuß bricht. Das wäre so lustig, wenn man jedes Mal Schaden kriegen würde. Das wäre so lustig. So weglachen würde ich mich. Sag mal, die Steine spawnen auch neu. Kann das sein? Ich bin doch hier gerade rumgelaufen und habe alle Steine aufgesammelt. Jetzt liegen hier wieder neue Steine. Wäre ja auch ein bisschen unfair, wenn irgendwann alle Steine weg wären, ne? Das wäre schon ein bisschen doof, wenn ich dann irgendwann keine Steine mehr habe. Hm. Dann heiße ich kein Stein. Aua. Schon wieder einen Stein ins Gesicht gekriegt. Ja, ich baue hier nur die nützlichen Sachen, ja? OP-Base und so. Ist definitiv hier der Plan. OP-Base. SOS. Wurde ja sich gewünscht, dass ich eine echte OP-Base baue. Ich glaube, ein SOS-Zeichen gehört definitiv dazu. Es gibt nichts, was eine Base mehr qualifiziert als OP-Base. Alter, ich hasse diese scheiß verkackten Fledermäuse mit ihrem Kreischen. Hey, wer legt denn hier Schädel ab? Ach ja, genau, schön einseifen hier, genau. Dann sehen die mich nicht so gut. Eingeschlammte Leute sind nicht so gut zu sehen. Ja, guck mal hier, die Steine laufen nach. Die Steine spawnen nach, ich glaube einfach nur rumlaufen. Wieder hier hinkommen und dann sind sie wieder da. Dann sind wieder neue Steine da. An derselben Stelle sogar. Das ist der Wahnsinn. Das ist der abgefahrene Oberwahnsinn. Dann hat sich das Steinproblem ja schon direkt in Luft aufgelöst. Was sagst du dazu? Nimm dir mal deinen Stoff ab. Ich nehme den Touristen ihren Stoff ab. Die haben einfach immer zu viel Stoff dabei. Das geht nicht. Das kann ich nicht zulassen. Was denn da? Was heißt denn dieses kleine Totenköpfchen? Tod. Tod und Verderben. Ich dachte, es hat irgendeinen tieferen Sinn. Oder heißt das, dass ich meine Falle reparieren muss, weil sie so ein bisschen leicht kaputt ist? Ja, wenn ich das alles nur wüsste. Aber ihr werdet es mir sicher in die Kommentare schreiben, liebe Freunde. Ich habe ein SOS gebaut. S-O-S.
Ja, gib mir ein S. S. Gib mir ein O. O. Gib mir ein S. 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 O. S. SOS Spielbär. SOS Spielbärdorf. So, ich glaube, ich mach mal Licht an, ne? Und dann wird nämlich schon wieder kalt hier. Dann stopfe ich mal ein paar Blätter rein. Habe ich jetzt was weggeschmissen? Das klang so. So, dann ziehe ich mir noch mal irgendwie einen Fisch rein oder so zum Abendessen. Und dann überspringen wir mal die Nacht. In der Hoffnung, dass diesmal die Nacht auch übersprungen wird. Oder muss ich? Warte mal, ich habe so ein bisschen eine Vermutung. Ich muss, glaube ich, warten, bis es wirklich richtig dunkel geworden ist. Weil dann zählt es nämlich erst als Nacht. Weil wenn ich vorher überspringe, könnte es nämlich sein, dass ich erst zur Dunkelheit hinspringe. Und dann darf ich nicht mehr, weil das dann einen Cooldown hat wahrscheinlich. Deswegen warte ich jetzt mal, bis es wirklich dunkel geworden ist. Nämlich zum Beispiel so wie jetzt. Wenn die ersten Sterne rauskommen. Da vorne sehe ich doch schon einen. Da oben. Aua. Ich muss mal hier kurz mich richtig hinsetzen. So jetzt. Guck mal, das sieht cool aus. Sieht aus wie bei E.T. Der eine Stern da funkelt. Guckt mal. Das wäre jetzt so cool, wenn jetzt ein UFO kommt. Das wäre so witzig. So, ich schlaf jetzt. Ja, es hat funktioniert. Ich muss wirklich warten, bis es wirklich dunkel ist. Ich darf nicht so zu früh schlafen. Wer zu früh schläft, wacht zu früh wieder auf. Und dann kommen nämlich die hässlichen. So, ich bin gestärkt, ich bin aufgeheilt. Ich habe volle Stamina. Ich habe sogar einmal Panzerung, ich würde sagen. Noch einmal eine Tour. Und diesmal. Was ist denn das hier schon wieder, ey? Oh. Hey, ist da eine Flasche dabei gewesen? Ja. Alkohol. Die haben ja Alkohol vorbeigebracht. Das sind voll die guten Nachbarn. Die haben mir Alkohol gebracht. Dann muss ich denen ja jetzt was zurückgeben, wa? Vielleicht ihre Zähne. Ich kann ihnen ihre Zähne zurückgeben. Das wäre doch eine gute Idee. Hey, ist Aloe Vera, herrlich. Nicht schlecht. Ja, läuft doch. Oh, noch mehr Aloe Vera. Da sind Steine. Der Fund des Jahrhunderts. Deswegen heißen sie auch Findlinge. Ich nehme jetzt hier die Aloe Vera noch hin. Ja, also wir bereiten uns jetzt mal auf eine Höhlentour vor, würde ich sagen. Wir bereiten uns vor, indem wir möglichst viele Snacks zusammensammeln, indem wir nochmal versuchen, das zweite Flugzeugteil ja aufzuspüren. Ja. Und dann einfach mal ein bisschen Proviant zu sammeln. Und wenn wir dann Proviant haben für die Höhle, dann können wir ja reingehen eigentlich. Dann können wir ja mal da reingucken in die Höhle. Weil, liebe Freunde, dann sind wir ja quasi vorbereitet für die Höhle. Weil dann verhungern wir nämlich nicht in der Höhle oder verdursten. Da müssen wir noch ordentlich Stöcke und so mitnehmen, dass wir auch ein bisschen was bauen können. Ja, und dann bisschen Panzerung, vielleicht noch ein paar Echsen töten und sowas. Man kann, glaube ich, auch irgendwie. Wenn man, ich weiß gar nicht, wenn man auf die Echsenhaut noch irgendwie so Blätter drauf macht mit Baumharz, dann kann man da irgendwie noch so eine Tarnhaut draus machen, irgendwie sowas. Dann kann man das noch irgendwie verbessern. Bin ich hier am Loch? Ist da Alkohol drin gewesen? Nee, aber Stoff. Es ist halt die Frage, was ist besser, Stoff oder Alkohol? Ich glaube, ich geh mal da lang so. Immer schön alles kaputt machen, ganz wichtig. Oh, hier ist auch eine Höhle. Also mittlerweile erschrecke ich mich schon nicht mehr vor denen. Mittlerweile erschrecke ich mich schon gar nicht mehr vor den Fledermäusen. Wo nehmen die eigentlich diese ganzen Schädel her, die da immer verbauen? Irgendwann müssen denen doch mal die Schädel ausgehen. Oder hat dann da einer.
Da gibt's dann einen, den Schädelbeauftragten so. Der muss dann immer rumlaufen und die ganzen Schädel, die runtergefallen sind und so, die muss er immer einsammeln dann. Wenn dann so einer wie ich vorbeikommt und dann so ein Effigy kaputt haut, muss immer einer vorbeikommen, der dann wieder die Schädel aufhebt, damit sie wieder neue machen können. Das ist dann so die Bestrafungsaufgabe. Alte Schädel aufsammeln. Die Aufgabe für Hohlköpfe. Das ist der Kopfgeldjäger. Der Kopfjäger ist das, genau. Ein echter Kopfjäger. So, ich hoffe, ich renne jetzt nicht in diesen Swinger rein da. Ich weiß, ich laufe gerade zurück, aber ich meine, wenn ich mich in die Richtung bewege, müsste ich eigentlich zu dem Riesenloch kommen. Und von dem Riesenloch müsste ich quasi nach links ausweichen. Und dann ist da irgendwie nochmal ein großer See. Und da ist, glaube ich, das Heck. Oder das, die Front eigentlich ja vom Flugzeug, die Nase. Ich muss die Nase finden. Ich will jetzt auch nicht rennen. Ich will keine Stamina unnötig verbrauchen. Und ich will vor allem auch nicht auffallen. Weil jetzt scheint ja auch der Mutant, der Fette da, die Fetten da, die Dicken da, die dicken fetten Swinger. Die dicken fetten Swinger sind jetzt nämlich unterwegs und da will ich... Oh. Ja, aber hallo. Ja, ach komm, ich wusste es. Ja, ich renn weg, ist gut. Ich will nicht, ich will nicht. Ich will nichts von dir, geh weg. Ich renn mal. Keine Lust auf Frust. Was ist, wenn ich mich jetzt ducke eigentlich? Und einfach wegschleiche? Ich bin ja weit genug weg eigentlich. Dürfte mich ja eigentlich nicht sehen. Oh, warte mal, bin ich hier zufällig? Bin ich hier zufällig? Ist das da das Loch? Ja, das ist das Loch. Jetzt muss ich nur auf die richtige Seite. Ich bin auf der falschen Seite, glaube ich. Scheiße, ich muss rüber. Da hinten muss ich hin. In der Mitte von dem See könnte theoretisch die Nase von dem Flugzeug sein. Aber hier muss ich, glaube ich, hier war die Alligatorenzone. Hier muss ich, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Hier darf ich nicht einfach irgendwie ins Wasser und irgendwie chillen. Oh, das war, er ist reingelaufen, glaube ich. Ich glaube, er hat sich 1 Zentimeter nach vorne bewegt im Fluchtreflex und ist damit in die Axt reingelaufen. Das muss man auch erstmal hinkriegen als Leguan. Hervorragend. Jetzt will ich mal gerade schauen. Ja, guck mal, man kann so ein Tarn-Ding machen. Und dann kann man das nämlich sich anziehen. Ich glaube, das ist etwas besser als der normale Panzer. Er hält, glaube ich, auch ein bisschen mehr aus. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, jetzt ist die Frage, warte mal. Ich gehe mal auf die Insel drauf. Ich glaube, also wenn mich nicht alles täuscht, ist das Nasenteil entweder auf der Insel oder, wenn ich Pech habe, ist es ganz woanders. Und dann weiß ich nicht wo. Aber ich kann mich noch dunkel erinnern, dass es irgendwo auf einer Insel mit einem großen See war. Ich meine eigentlich, es müsste hier irgendwo sein. Oh. Ah, schade. Da war ich jetzt... Den habe ich noch aus dem Augenwinkel im Busch hocken sehen. Moment, vielleicht ergibt sich noch ein Fenster. Oh, wie was? Wie kannst du denn laufen? Bist du Spider-Echse oder was? Spider-Echse. Scheiße. Egal, ich glaube, ich werde nur unnötig Zeug verbrauchen, wenn ich jetzt diese Echse jage. Schildkröte, aber leider brauche ich gerade keine. Konnte man nicht noch irgendwas mit dem Schildkrötenpanzer anfangen? Also vielleicht sollte ich doch lieber noch eine Schildkröte mitnehmen. Die sieht auch anders aus. Na toll. Die hat einen Schlag auf den Kopf gekriegt, weißt du, und verzieht sich einfach. Also, ganz ehrlich, ich meine, das war hier.
Die Nase. Da höre ich schon wieder Lego ankrabbeln. Oder irgendwas. Also ich bin der Meinung, das war hier. Ah, guck mal hier, guck mal. Das sieht schon mal nach Flugzeugüberresten aus. Ich habe sogar Geld gekriegt dafür. Ich habe sogar Finderlohn bekommen. Wie diese Versteigerungen am Flughafen von nicht abgeholten Gepäckstücken. Manche sollen da ja irgendwie das ganz große losziehen bei solchen Versteigerungen. Weil man kann Glück haben, oder sagen wir es mal so, man kann Pech haben und hat Unterwäsche ersteigert. Man kann aber auch irgendwie Glück haben und dann irgendwie ist das der Koffer vom Diamantenhändler und dann bist du reich. Weil ja auch bekanntermaßen Diamantenhändler ihre Koffer sehr häufig am Flughafen verlieren. Ja, shit, hier gibt es irgendwie kein Flugzeug. Aber eigentlich... Also ich hätte jetzt gesagt, also so nach Adam Riese hätte ich jetzt gedacht, dass es hier ein Flugzeug gibt eigentlich. Oder ich muss noch ein bisschen weiter hier mal so rüber gucken. Es wäre halt geil, noch ein paar Sodas zu finden einfach. Damit wir ein bisschen Wasser für unterwegs. Aber ich könnte natürlich auch... Ach komm, ich könnte natürlich auch dieses... Wo ist denn jetzt eigentlich meine Haus da hinten? Ich könnte natürlich auch dieses Wasserbeutel einfach bauen, natürlich, ne? Weil dann könnte ich ja Wasser in einem Beutel mitnehmen. Das ist dann nämlich Beutelwasser. Das ist dann nur die Frage, kann ich das Wasser aus dem Schildkrötenpanzer dafür nehmen oder muss ich da anderes Wasser nehmen? Ich habe keine Lust, mich mit denen zu schlagen, deswegen renne ich weg. Oh. Scheiße. Ich will die nicht verprügeln. Ich will ihnen nicht wehtun. Man soll ja... Oh. Ja, hau nach unten, Gottdammit. Das Eichhörnchen ist nicht oben. Ah, la. Ein Eichhörnchen. Er haut um sich wie so ein Gladiator. Aha! Ja, genau. Und auch das Eichhörnchen mit dieser fetten Axt zu häuten, ist auch so eine geile Aktion. Das Eichhörnchen ist halb so groß. Einfach mal. Da hinten rennen sie. Ich gehe jetzt hier einfach durchs Wasser. Jetzt habe ich den Dreck abgewaschen, ne? Ich glaube, das war gerade knapp. Kann das sein, dass der hier einfach immer die ganze Zeit um Block rumrennt? Der rennt immer den gleichen Weg. Der macht gerade Jogging eigentlich. Der macht gerade Fitness. Der hält sich frisch und jung. Und knackig. Jung, frisch und knackig hält er sich. Aerobic. So, Das Cockpit ist im Schneebiom und Leguane sind mit der Zwille aus der Ferne One-Shot. Zwille machen. Ja, okay. Ich setze mal ein paar Dinge auf meine Liste. Ich setze mal Zwille machen auf meine Liste und ich setze mal diesen Wasserschlauch, diesen Sack. Den Sack binden. Setze ich mal auf meine Liste noch. Vielleicht kann ich auch das direkt aus dem Handgelenk machen. Warte mal. Wasserschlauch. Ja, guck doch mal. Wir haben doch zweimal das so. Und wenn ich das jetzt kombiniere mit einem Seil, habe ich den Schlauch doch schon direkt. Na, guck mal. Siehst du mal. Bäm. Da habe ich den Schlauch. Und was hatten wir jetzt noch gesagt? Zwille. Wie mache ich denn eine Zwille? Mit Stock? Warte mal. Zwille. Stock, Stoff und Klebeband? Was ist das? Da ist das Klebeband oder was? Habe ich Klebeband? Ich habe kein Klebeband. Wo sind das? Ach doch, da! Haha! Ich habe eine Zwille gebaut! Das müssen wir unbedingt speichern. Das ist ja revolutionärer technischer Fortschritt heute.
der hier angesagt ist. Der Sack ist aber undicht. Ah, das ist aber natürlich nicht gut, wenn der Sack undicht ist. Das verstehe ich gar nicht. Wie kann denn der undicht sein? Der sieht so stabil aus, der Sack. Und so prall. Als wenn da auch sehr viel reinpasst. Als wenn da auch schon viel drin wäre. So prall sieht er aus. Naja. Kann man nicht ändern. Müssen wir mal ausprobieren. Ist aber besser, als wenn wir gar nichts dabei haben, glaube ich. Weil dann kann ich nämlich erst anfangen, aus dem Sack zu schlürfen. Und dann, wenn der Sack leer ist, nee, dann muss ich mich halt, dann muss ich halt langsam zurückgehen einfach. Oder ich muss gucken, dass ich vielleicht in den Höhlen was finde. Man kann in den Höhlen auch Sachen finden. Dann kann ich vielleicht in den Höhlen dann was essen und trinken. Mal gucken. Wow, das ist aber gar nicht weit weg. Ey, wenn ich nur immer mal in die richtige Richtung sofort laufen würde, dann würde das alles auch nicht so lange dauern. Aber es dauert alles immer so lange, wenn ich immer in die falsche Richtung renne. Ich finde es gut, dass hier niemand was angerührt hat, während ich weg bin. Die lernen langsam dazu, dass das keine gute Idee ist, hier irgendwas anzurühren, während ich weg bin. Geh mal hoch. Du kannst deine Waffe noch mit Stoff umwickeln und im Kampf anzünden. Ja, genau. Das ist das, was ich will im Kampf. Ich will meine Waffe verbrennen, damit sie dann weg ist. Herrlich. Da hängen wir doch gleich noch einen frischen Lego an hin, wa? Einen frischen Legolas. Was ist das hier, Eichhörnchen? Kann man das Eichhörnchen da nicht dranhängen? Nee, okay, warte, dann... dann koche ich mir das jetzt noch schnell. Dann koche ich mir noch schnell das Hörnchen. Nein, jetzt habe ich es ins Feuer gelegt. Ich steck mal mehr Geld rein. Das muss ich ja auch lohnen. Brennt Geld eigentlich besser als Laub? Hat das mal jemand probiert? Kann mal jemand die Mythbusters anrufen? Oder Galileo? Was brennt besser, Geld oder Laub? Nochmal essen, genau. Es ist zwar unnötig, aber ihm ist es ja egal, er frisst eh alles. Nice. Da habe ich mich doch wieder hochgefressen. So, jetzt will ich nochmal mein Vogelhaus abchecken. Ist da jetzt eigentlich mal irgendwie ein Vogel drin oder eine Feder oder irgendwas? Ja, eine Feder, geil. Ich glaube, wir brauchen mehr Vogelhäuser. Ich wollte ja auch eigentlich eins bauen, aber dann bin ich beim SOS hängen geblieben. Wo waren das jetzt eigentlich nochmal? Warte mal, fortgeschrittene Fallen. Wo war denn jetzt nochmal das Vogelhaus? Ah, ich raste aus. Bei der Inhaltsverzeichnis. Fällt das eigentlich unter Falle oder unter Möbel? Es war Möbel, ne? Glaube ich. Hier! Vogelhäuschen. Ich könnte es da an die Wand, aber da hauen sie es nur wieder kaputt, die Schweine. Ich könnte es hier an dem Baum machen. Dann darf ich nur den Baum nicht fällen. So, ein Stamm war doch hier bestimmt noch. Komm, ein Stamm ist... Ein Stamm. Boah, ich habe meine Falle ausgelöst. Yay. Ich habe, glaube ich, gerade mega Schwein gehalten. Ich habe es hinter mir so wutsch machen hören. Ich dachte so, yo, guten Morgen. Gott sei Dank hat sie mich nicht... Aber das zeigt eigentlich, dass das keine besonders gute Falle ist eigentlich. Weil sie es nicht schafft, mich zu töten. Wie soll sie es dann schaffen, einen agil rennenden Mutanten zu töten? Das schafft die Falle doch dann gar nicht. Der Baum ist auch gut am Zappeln, auf jeden Fall. So, warte, jetzt stopf mal. Nicht jetzt wieder da reinrennen. Stamm rein. Weil ich glaube, da kam jetzt ja nur eine Feder raus, oder? Aus dem Vogelhaus da hinten. Das ist ja ein bisschen mager so. Wie soll ich denn so auf meine Summe kommen hier? Wie soll ich denn so genug Federn zusammenkriegen? So, jetzt muss ich gleich mal ausprobieren, ob ich jetzt da, wenn ich jetzt meinen Schlauch voll machen will, meinen Sack, ob ich das an der Schildkrötenstation machen kann oder nicht. So, ich habe den Sack in der Hand. Ich habe meinen Sack in der Hand. Guckt ihn euch an. Er hält ihn auch noch so, weißt du? Er hält ihn auch noch genau so. So als gedachte Verlängerung. Sehr gut.
Ha, ich kann meinen Sack voll machen. Aber wie voll ist er denn jetzt eigentlich, mein Sack? Das weiß ich nicht. Kann da jemand mal bitte nachgucken? Ich kann ja nicht reingucken in meinen Sack. Das muss ich nach Gefühl machen. Ach, ich gehe hier hoch. Schau im Inventar. Okay, ich gucke ins Inventar. Mit I. Hä, ja, und wo sehe ich jetzt, wie voll der Sack ist? Ich sehe das doch da gar nicht. Ach so, sauberes Wasser 100%, ja. Ich dachte, da gibt es einen Balken oder so, aber ich muss lesen tatsächlich. Das ist doch alles ziemlich nice, wenn ihr mich fragt. Ich speichere mal direkt, so nice ist das. Weil ich das so nice finde, speichere ich das mal. Dann haben wir doch schon richtig gute Vorbereitungen jetzt gemacht für eine mögliche Erkundung einer Höhle. Und wie praktisch das ist, ne? Wir haben eine Höhle direkt nebenan. Wer hätte das gedacht, dass es Wege kurz halten und so. Ist immer gut im Wald. Nicht zu weit laufen. Und an der Stelle ist diese Folge The Forest Solo auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder schaut in die komplette Playlist. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und die Glocke mit den Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu The Forest, sondern auch zu anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!